Noch lesen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich muss noch ein großes Kuvert öffnen, ein Begrüßungskuvert vom VDK. Das ist geeignet zum Lesen üben. Das geht ja inzwischen ganz gut. Selbst vor dem Frühstück, hier ist ja alles Mögliche drauf, auch Notfalltelefonnummern und Beratung. Es geht ja darum, dass die Einschränkungen, die ich jetzt als Person habe, von den zuständigen Behörden anerkannt werden. Das dauert eine Ewigkeit. Eine Ewigkeit war falsch, aber es dauert sehr lange. Und die Zeit bis dahin muss ja sinnvoll genutzt werden. Und beim Arbeitgeber weiß ich auch nicht so genau, wie es da weitergeht. Eins nach dem anderen. Aber hier steht, ihr gutes Recht liegt uns am Herzen, sagt hier eine freundliche Frau, wie Sie sehen. Unser Wegweiser für Ratsuchende, im Mittelpunkt der Mensch. Also im Mittelpunkt der Mensch, schön wär's, wenn das in unserer Gesellschaft tatsächlich so wäre, dann wäre also hier die Beratung intensiver, weil bei mir ist ja immer noch unklar, ob der Dienstrechter jetzt geht oder nicht, aber die Behörde braucht eben ihre Zeit. Im Mittelpunkt der Mensch, Sozialverband VDK Baden-Württemberg, Herausgeber und so weiter, was hier noch alles zu sehen ist. Unsere Größe macht uns stark. Also was mir gut gefällt, sind die Äußerungen der Vorsitzenden. Ja, die hat ja auch Einschränkungen, wie Sie wissen, ähnliche Einschränkungen wie ich, bloß viel schwieriger. Und trotzdem diese guten Worte, richtig wohlgesetzte Worte, das habe ich gelegentlich verfolgt. Ich komme jetzt ein bisschen vom Thema ab. Aber das passt hier gut zu dem Verein. Unsere Größe macht uns stark. Also Solidarität sagt man auch dazu. Ich bin ja in verschiedenen Organisationen auch Mitglied, um solidarisch auftreten zu können. Aber die entscheidende Frage, wann und wo und wie man arbeiten kann, ist noch lange nicht geklärt. Da braucht man einfach Geduld. Geduld und Tee trinken. Abwarten und Tee trinken. Der Tee ist schon vorbereitet, hat gerade jemand gesagt. Aber ich habe gesagt, ich habe noch keine Lust, ich lese erst noch und dann trinken wir später den wohlschmeckenden Tee. Unsere Größe macht uns stark. Willkommen beim Sozialverband VDK. Wir machen uns für alle stark, die nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Denn ein Augenblick kann alles ändern. Wer nach einem Unfall nicht mehr arbeitsfähig ist oder nach einer schwerwiegenden Krankheit eine Reha beantragen möchte, braucht Hilfe. Oder die Reha war schon vielleicht. Sag ich jetzt mal, weiter geht's. Auch Menschen mit Behinderung, das trifft auch zu. Auch Menschen mit Behinderung und chronischen Krankheiten, stimmt auch zu, trifft zu, sind bei uns gut aufgehoben. Wir haben die richtigen Antworten bei Fragen zur Rente, Armut, Behinderung, Gesundheit oder Pflege. Rente, Armut, Behinderung, Gesundheit oder Pflege. Die Reihenfolge ist ein bisschen komisch, die Aufzählung. Das ist jetzt so. Ich lese weiter. Der VDK ist Deutschlands größter Sozialverband mit über 2 Millionen Mitgliedern. Wir finanzieren uns durch Mitgliedsbeiträge, sind überparteilich, unabhängig und gehören keiner Glaubensgemeinschaft an. Mit 35 Beratungsstellen in Baden-Württemberg sind wir auch in Ihrer Nähe. Fachkundige Juristen beraten und vertreten unsere Mitglieder vor Behörden und Sozialgerichten. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass die sozialen Sicherungssysteme erhalten bleiben, heute und in Zukunft. Also mir ist bekannt, dass in Sindelfingen zum Beispiel eine Beratungsstelle ist, wo man durchaus mal hingehen kann, wenn es erforderlich ist. 240.000 Mitglieder allein in BW und täglich werden es mehr. 10.000 Widerspruchs- und Klageverfahren in 2019. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass es ordentlich abgewickelt wird, habe ich auch zu einem Arzt bereits gesagt. Mir geht es nicht darum, hier einen Vorteil zu erhaschen durch die Mitgliedschaft, sondern man soll ordentlich die Rechte prüfen, die gibt es ja schließlich, und dann eine Entscheidung fällen. Okay, 5 Minuten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.